Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich glaube, ne, wir müssen da rein, um das da zu machen. Warum explodiert das Ding nicht? So. So, hier. In den Turm. So. Und da flog er schon. Nice. Leben entdecken brauchen wir nicht. Ja, aber wir sind jetzt auf dem Weg eigentlich Richtung Braviel und wollen auf diesem Weg möglichst viel Oblivion-Tore auch noch frei machen. Wir machen echt jetzt irgendwie, ich glaube, das sind jetzt schon 15 Folgen nur rein Oblivion-Tore. Das hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. So, gibt's hier jemanden? Nö. Hier müssen wir hin, ne? Ja. So, ist hier noch irgendwo einer? Dahinter, glaube ich. Autsch. Aber dass wir jetzt den Weg einfach so überspringen konnten, feiere ich ein bisschen gerade. Hier ist niemand, hä? Gehen denen die Dagger aus oder so? Ich glaube schon, dass denen. Ich glaube schon, dass denen wirklich die Dagger ausgehen. Hier gibt es wieder welche. Zwei Spinnen. Hey. So. Ein Lebensbrunnen. Wenn Flecht auseinander blutet, wimmert Fassade. Hier geblieben. Feigling. Wo ist der andere? Da. Er die Spinne getötet?
hier geblieben. Oh, die sind wirklich feige. Oblivions Umarmung? Nee. Hier ist irgendwo noch einer. Wo ist er hin? Ey, wo ist dein Kumpel? Auf einmal war der weg. Bestimmt durch die Wand gepackt. Hoppala. So, irgendwas müssen wir aber mit den ganzen Siegelsteinen machen. Ich weiß echt nicht, wofür die sind. Was kann man mit denen machen? Wofür sind die? Speichere einmal. Oh, die sind dafür da, um... Gegenstand hinzufügen. Nehmen wir das. Nein, nicht Beinschienen. Beinschienen der Apokalypse. Nenne ich die mal? Apokalypse. Machen wir mal so. Dafür sind die da. Gegenstand hinzufügen. Ja, nicht die Beinschienen. Harnisch. Nenne ich die mal so. Aber. Nee, warte. Waffen auflösen. Festigen Schwertkampf. Ah, die machen Schaden außer 60 Punkte an Schlag. Ausdauer verstärken. Die haben, Eisschaden, Frostschild, absolut geschickt. Die haben, okay. Die haben verschiedene Effekte. Absorbieren Schnelligkeit 25 Punkte für 30 Sekunden an Schlag. Festigen Schnelligkeit 12 Punkte an selbst. Feuerschaden und Licht. Gegenstand hinzufügen. Nehmen wir mal das hier. Den. So. Was haben wir hier noch? Ah, Mist. Ich habe auch fertig gedrückt. So. So, wo sind jetzt die Dings? Was fehlt uns noch? Die Stiefel, ne? Da machen wir irgendwie was, dass es schnell sein kann. Oder?
Waffen auflösen. Schockschaden, Schockschild. Das wäre gut. Nehmen wir dafür die Daedra-Stiefel. So. So, jetzt müssen wir Richtung Süden, ne? Die Straße erstmal wiederfinden. Dafür sind die Siegelsteine da. Dass wir unsere Sachen hier verzaubern können. Das Schwert verzaubere ich nicht. Weil dieses Schwert will ich jetzt eher nicht haben. Der ging mir aber auf den Nerv. Achso, reparieren. Da muss bestimmt was repariert werden. Ja. Vor allem, wir haben jetzt auch Licht. So, kurz auf die Map gucken. Da, wenn wir jetzt direkt straight diese Richtung gehen, Süden, haben wir schon das nächste Tor. Und den nächsten Bären, der nervt. Achso, den haben wir schon geschlossen. Ja, perfekt. Dann brauchen wir den nicht so nochmal zu machen. Ah, der nächste Bär. Nervt manchmal von denen, dass die schwere Angriffe mehrere hintereinander machen können. Okay, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns, bis wir Dingens machen können. Taucht hier eigentlich das Einhorn wieder auf, das hier irgendwie in der Nähe war? Hier gab es ja mal ein Einhorn. Da haben wir wieder einen Keiler. So, der Himmel wird wieder rot. Der kam gerade jetzt raus, super. So, wo ist dein Kumpel? Da. So. Und ich mache eben noch mal einen kurzen Break. Weil eigentlich mein Kaffee ist leer, wenn ich ehrlich bin. Und bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und es ist wieder das hier mit dem großen Tor.
Hier vorne. Wir gehen direkt diese Richtung. Anstatt gegen den da zu kämpfen. Um Zeit zu sparen. Das hier mit der Tür oder weiter? Ja, das war nicht mit der Tür. Und die armen Leute, denen hier die Köpfe abgeschlagen wurden und dann aufgespießt. Ist irgendwie eigentlich bitter. Ja, das ist das hier, wo wir ganz drum herum gehen müssen. Okay. Da lang. Cool. Da ist ein Beutel. Oder ein, was auch immer man das hier nennt. Nochmal ein Dreh Orkschild. Seelensteine. Okay, die dädrischen Sachen werden jetzt auch langsam öfters dort spawnen. Ich wünschte nur, ich würde das dädrische Zeug bekommen, was ich auch haben will. Dädrisches Schild und so. Hier müssen wir durch. Letzter Schlag hat nicht gefunzt. Boah, das ist jetzt aber nice. Wir brauchen jetzt eigentlich... Jetzt, wo wir Licht haben, brauchen wir eigentlich unseren Verehrer nicht mehr. So, wir müssen da runter. Wir produzieren unser eigenes Licht. Hier wurden zwei einfach so random getötet. Magier schlechter Helm? Warte mal, der gibt aber 8 Schutz, der hier 7. Aber widersteht Magie hier. Ich bleib bei dem. Oh. Das ist aber. Da müssen wir hin. Immerhin haben wir jetzt einen dädrischen Helm. Ich hätte gern eins, das ich selber verzaubern könnte. Darum sparen wir hin. Krank des Glücks. So, gab es hier noch eine Tür irgendwie? Ja, da vorne. Alter, erschreckt mich nicht. Aber den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. So, das nehmen wir mit. Dremora Langschwert.
Wäre es ein Dädrischer, würde ich es eher nehmen wollen. Ne, sehen halt zumindest gleich aus, aber sind nicht gleich. Warte mal, vielleicht muss ich jetzt was reparieren? Eigentlich nicht wirklich, aber wir haben genug Hämmer. Dürfen wir mal verschwenderisch sein. Ich hoffe, von denen hat wirklich jemand ein vernünftiges Dädra-Helm. Aber ich finde es krass, dass wir jetzt mittlerweile auch die Sachen so finden. So, die Spinne noch. Er lebt noch. Hoppala, da wollte ich jetzt nicht. Vielleicht mal speichern. Ey! Nehmt dies! Er geht. Hey! Ich. So. Und den Kollegen auch. So, da oben kommt gleich der nächste. Ah, der Schibilei. Ich sehe da unten gerade, der rennt meinem Verehrer hinterher. Der Arme! Der tut mir eigentlich so leid. Wie viel der immer durchmachen darf. Oder durchmachen muss. So. Aber dass der auch einfach durch die Tore von Oblivion mir hinterherläuft, ist er eigentlich auch selber schuld.
Und da liegt er wieder. So, wie sieht das? Boah, sieht schon geil aus. Jetzt nur noch die Armschienen. Und dann wäre das eigentlich fast fertig, ne? Ganz krass, dass wir auch einfach jetzt Licht haben. Das war ja eine super Verzauberung. Dann sehen wir immer irgendwie was. Will der hier mit einem Dolch ankommen, ey. Eben erst Dolch. So, was hat er? Eisenpfeile, Elfenpfeile, Glasbogen und Heiltränke. Die Heiltränke nehme ich mit. Das Tor hatten wir ja schon irgendwann vorher geschlossen. Also die beiden. Und dann kommt hier irgendwie irgendwo noch ein Tor, das wir schließen müssen. Du machst die gute Musik kaputt. Glück wurde entzogen. So, da sehe ich schon das Tor auf der Minimap. Warte mal, mitten in der Ruine? Okay. Gehen wir mal rein. Das Pferd ist im Weg. Der Clown, okay. Bitte, nur eine einzige Münze. Ich gehe erstmal. Das wollte ich nicht. Oh, das dauert noch ein bisschen, Morgen. Bis die aufhaben. Morgen. Bis die aufmachen. Wo geht's zum Schloss? Da. Dann gehen wir zuerst dahin. Und auch einmal. Guten Morgen. So, wir warten jetzt einmal. Hallo? Hallo. Wie spät haben wir's? Okay. Gleich müsste der Graf oder die Gräfin hier auftauchen. Wir warten das hier nochmal. Ein Graf, okay. Wie schön, euch zu sehen. Regulus Terentius, Graf Praville. Ich bin wirklich sehr beschäftigt und bezweifle, dass ihr etwas zu sagen habt, das mich interessiert. Es geht aber um Hilfe für Bruma. Ich wünschte, ich könnte helfen. Ich weiß, wie wichtig es ist, den Thronerben zu beschützen. Diese Pflicht tragen wir alle. Aber mit dem Oblivion-Tor, das Braville bedroht, brauche ich alle meine Soldaten hier. Kein Problem. Lebt wohl. Das machen wir auch zu. Grüße. Grüße. Seid gegrüßt, Nord.
Wir machen jedes verdammte Tor hier zu. So, aber erst einmal. Hier könnt ihr immer ein gutes Geschäft machen. Ich bin Nilavin. Was kann ich euch bringen? Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Okay, hier, die darfst du haben. Ein exzellentes Geschäft. Da darfst du haben. Den darfst du haben. Ich muss die Pfeile wieder wegmachen. Den muss ich Entschuldigung. Den muss ich einlagern. So, da darfst du haben. Da darfst du haben. Okay, passt. Ach, Dank. Hämmer. Auf Wiedersehen. Hämmer haben wir genug. Lebt wohl. Jetzt haben wir auch wieder Platz im Inventar. Bitte. Nur. Okay, ich hoffe, da ist jetzt kein weiterer. Doch. Ein Klanban war hier. Und rein da. Okay, wieder der hier. Der hat mich im Visier. Wieso haben die nur... hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Warum haben die eigentlich nur diese... diese Zweihänder? Ich will mal eine Einhandwaffe haben. So, vielleicht kriegen wir das gleich wieder hin, dass wir springen können. Aber irgendwie wird das auch langsam monoton mit den Oblivion-Toren. Klar, wir haben jetzt so oder so die Aufgabe, eigentlich einige zu schließen. Ein paar mussten so oder so geschlossen werden. Was kracht hier eigentlich immer? Und wir machen halt einige Tore mehr. Warte mal, was gibt's denn da unten? Ich glaube, das ist der Weg, wo wir lang müssen. Dann gehe ich einmal dahin. Tu mir nichts. Das Ding ist schlau. Wer weiß, wo der hinschießen soll. Äh.
Einmal kurz speichern. So, die Schibilei wieder. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber ich glaube, Schibilei hört sich irgendwie süßer an. Deswegen nenne ich die auch so. Anstatt Schibilei, falls sie so ausgesprochen werden sollten. Was fällt dir eigentlich dazu heilen? Autsch. Okay, das wird jetzt hier übel. Vor allem, ich mache jetzt nicht mehr so viel Schaden. Muss gleich reparieren und mich heilen. So, reparieren. Ist ja auch noch Gegner? Nö. Hier nicht? Wo war denn der Weg nochmal? Hier. Wie sollen bitte hier hinkommen? Der ist richtig schnell. So, heilsamer Brustharnisch? Der ist aber was wert. So, den Turm müssen wir betreten. Warum auch immer ich jetzt am Glitzen war. Ich wurde einfach mal zu so einem Wobbel. Oh, warte mal. Nee? Wo wäre der Weg gewesen, um hier reinzukommen? Wenn wir bei der Höhle runtergegangen wären. So, erst einmal nach oben. Da muss zuerst was gemacht werden. Ich glaube, das Tor geöffnet werden.
Überlebe ich das hier? Ja. Ah, hat mich trotzdem erwischt. Zu spät gesprungen, verdammt. So, aber das Tor ist jetzt offen. Wir hatten den dritten Bogen. Oder? Mist! Nein! Ich bin momentan schweigsam. Na super. Beide verloren. Das sah nämlich dädrisch aus, was der da hatte. So, der nächste bitte. Komm. Der hat einen Bogen. Ich hoffe, einen dädrischen. Ah, ist ein Remora, kein Daedra. War das sonst noch irgendwie was? Daedrische Zackenpfeile? Remora-Kolben? Ja, den will ich nicht. So, einmal vielleicht wieder reparieren. Ja. So, 30 haben wir noch. Warte mal, ein Remora hat einen Remora beschworen. Gibt's hier noch jemanden? Da. Ja, super. Erstmal macht er dann eine Pirouette. Meine Persönlichkeit hat Schaden erlitten. Arktisch-Schlag. Ach so, ich hatte irgendwas mit Artefakt gelesen. So. Das füllt Leben auf. Vielleicht nochmal. Ja. Alles wieder kaputt gegangen. So, Waffenschmiedfertigkeiten nochmal verbessert. Nice.
Moinsen. Kann man eigentlich, abgesehen von Alchemie, mit den Dedra-Herzen sonst noch machen? Zurück! Schade, dass die nie was haben. Achso, ich bin schon... ganz oben. Mist. Die haben wirklich nie was. So, Dremora Waldgenutz. Es ist enttäuschend, dass die keine Armschiene haben. Sieht schon geil aus, so. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Braville geschlossen. Ich sollte mit dem Graf über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Bruma sprechen, da Braville jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Seid gegrüßt. Es ist ja auch irgendwie eine Leistung, jedes Oblivion-Tor zu schließen. Was kann ich für euch tun, Erzmagier? Hey, Nantir, was macht der denn hier draußen? Vielleicht muss er selber auch einkaufen. Haben die hier so einen Tagesablauf, dass die auch mal einkaufen gehen müssen oder so? Freude ist ganz auf meiner Seite. Werter Graf? Ihr wart es, der das Oblivion-Tor geschlossen hat, nicht wahr? Das war eine große Tat. Ja, könnt ihr jetzt Hilfe nach Bruma schicken? Danke, dass ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt, das Braville bedrohte. Ich werde den Hauptmann meiner Wache, Viera Lerus, Bruma zu Hilfe schicken. Sonst noch was für Ich habe Hauptmann Lerus nach Bruma entsandt. Sie ist einer meiner besten Soldaten. Ich bin froh, dass ich helfen kann, den Thronerben zu beschützen. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. So, dann müssen wir jetzt noch einmal die Kapelle besuchen. Oder? Ja, die Kapelle müssen wir einmal besuchen. Und dann ist nur noch Lea Wien, Chardinal und die Kaiserstadt. Sehr beeindruckend. Ich würde sagen, mit ihm solltet ihr sprechen. Da ist die Kapelle. Warum steht die hier so? Habt ihr mal eine Münze? Ich spare, um Medizin kaufen zu können.
Kennt ihr den Graufuchs? Sucht ihr ihn? Ja, ich möchte mit ihm arbeiten. Ja, ich möchte die Stadt von ihm befreien. Nein, ich möchte nur mehr über ihn wissen. Ich möchte mit ihm arbeiten. Ich glaube, ich kann euch trauen und euch dieses Geheimnis erzählen. Wenn ihr mehr über den Graufuchs erfahren wollt, geht um Mitternacht zum Garten von Dareloth. Seht euch um im Hafenviertel der Kaiserstadt. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, ich habe deine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Sonst irgendwelche Gerüchte? Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Ja, ich bin... Möge Mystara euch sehen. Ich bin die Heldin von Quatsch. Frohlockt, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Rosanna Loche? So. Nochmal kurz speichern und dann auf dem Weg nach Leavin. Gibt's da denn noch was? Also an Oblivion-Tore? Auf der Seite nicht. Erst sobald wir Leavin verlassen auf der Seite, was wir auch vorhaben, kommen welche? Eine. Ein Tor. Ein Tor kommt da. Also insgesamt bei Leavin 2 Tore. Warte mal. Wo fehlt noch was? Achso, Kaiserstadt. Koroll haben wir. Bruma. Ja. Also Chardinal. Oder Chardinal. Wirklich nur noch Leavin, Kaiserstadt und Chardinal. Sonst haben wir hier jetzt nichts vergessen, ne? Und alle diese Oblivion-Tor. Oblivion-Tor? Ein Tor nach Oblivion. Gate Oblivion. Okay. Wie wird das hier genannt? A Gate to Oblivion? Ein Tor nach Oblivion? Okay, die Übersetzung hat mal... hatte mal seine 5 Minuten oder so gehabt. Okay, krass. In 2 Schlägen ging der weg. So ein Troll. Das finde ich krass, dass der in 2 Schlägen kaputt ging. Okay, was manche Kreaturen angeht, sind wir schon richtig OP. Dass die sich überhaupt noch trauen, sich mit gegen uns anzulegen. Gegen uns anlegen? Mit uns anlegen. Das Ding haben wir auch noch nicht erkundet. Dum, dum, dum. Okay, der hat mehr durchgehalten. Da ist schon der nächste. Wieso sind hier eigentlich immer so viele Trolle?
Der hält 3 Schläge durch. So, Athletik hat sich verbessert. Nice. Und natürlich muss so ein Ding jetzt auch noch da sein. So ein Irrlicht. Was ich krass finde, dass hier bei Lea Bean unten wirklich gar keine Oblivion-Tore sind. Dass hier unten einfach absolute Ruhe ist von denen. Mehr von Wert hat er nicht. Schilfstandhöhle entdeckt. So, der Drönov. Nein, falsche Taste gedrückt. Daedra-Schreine sind hier, aber keine Oblivion-Tore. Ich finde das wirklich krass, dass hier das angeht, absolute Stille ist. So, wo ist die Straße? Da ist die Straße. Und hier jetzt auch noch ein Nebel. So, Lea Wien sind wir schon fast da. Wir sind jetzt hier bei... Wie hieß der kleine Ort nochmal? Dahinter ist ja auch noch ein Dorf, das wir noch nicht besucht haben. Grenzburg entdeckt. Willkommen in Grenzburg. Ihr seid jederzeit in Grenzburg willkommen. Wo ist denn die Burg von Grenzburg? Ihr seid jederzeit Hallo. In Grenzburg willkommen. Was habt ihr zu berichten? Gruß euch. Ich habe gehört, hier wurden neulich ein paar Goblins gesehen. Wer's glaubt, üble Biester sind das. Ich weiche diesen Dingern aus, wann immer ich kann. Wie? Bitte fahrt fort. Gerüchte? Wart ihr gut, so mögen die Wegschreine von Dibella euer Charisma segnen. Woher habt ihr die... Du hast das Schwert, das ich haben will. Schwarzmarsch ist gefährlicher denn je. Demjenigen zuteil werden, der durch seine Rechtschaffenheit den Gefallen der Neuen findet. Warum hat. Woher. Ist Bravil, schäbige verfallene Hütten. Aber es scheint ein wirklich geheimnisvoller Ort. Wieso haben die in Grenzburg dädrische Sachen? Ist das wirklich dädrisch, was die haben, oder Dremora? Kann ich nicht sehen.
fressen geht. Grüße. Es in der Welt kommt ihr mehr. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Grüße. Ja. Okay, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, Einwachs Deus und ciao.